Ich mache gerade ein Sportseminar über mehrere Wochen. Krav Maga, eine Selbstverteidigungskampfkunst, die auch dem Militär von Israel beigebracht wird. Und ich habe gedacht, ich suche mir das aus, weil ich habe Probleme, die mir durch diesen Kurs vielleicht, die ich mit diesem Kurs vielleicht besser bewältigen kann. Und in dem Kurs läuft es tatsächlich so ab, Problemstellung, einer wirkt von vorne oder einer nimmt dich im Schwitzkasten von hinten oder jemand will einen Schwinger austeilen. Und dann zeigt der Trainer eben, wie du das Problem lösen kannst oder eben in eine Schutzhaltung gehst. Aber kann man das jetzt auch gebrauchen für alltägliche Probleme? Sagen wir mal, pauschale Angstprobleme mit dem neu anfangenden Tag? Willkommen beim kleinen Podcastchen. Das soll so ein bisschen das Thema sein. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Ich zähle täglich meine Sorgen, denn ich soll mich sehen. Wie löst man ein Problem, sollte dieser Podcast heißen. Wird er wohl auch heißen. Aber dann kam ich ganz schnell drauf, dass man mit Logik und Seelenkunde aus diesem Bereich diese Frage beantworten könnte. Und viele Menschen haben dich sicherlich auch so versucht und in verschiedenen Lebensbereichen ist es ihnen auch gelungen. Aber ich musste zum Beispiel jetzt mein Tai Chi aufgeben, weil dort eben auch körperliche Probleme oder körperliche Funktionen mit der eigenen Geisteskraft kontrolliert und in Fluss gebracht werden sollen. Wir haben uns sehr daran gewöhnt, einfach mit Nachdenken, dann praktischen Ideen, Dinge zu reden. Es ist doch interessant, dass die Lebenszufriedenheit sich nicht steigert, selbst wenn alle Äußerlichkeiten okay laufen. Ich traf auf ein Wort von Paulus, der da sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und das hört sich für viele schon erschütterlich religiös an. Aber wenn man im Neuen Testament das Gesamtkonzept seines Lebens oder seine Lebensbeschreibung einmal anschaut, so stellt man fest, dass das, was er alles erlebt hat, und dann die gleichzeitig innere Ruhe, die er beschreibt durch diesen Christus, möchte ich doch nachzuspüren versuchen, was er hatte und ich bei keinem Christen sonst sehe, obwohl es die Standardbeschreibung eines Christenlebens ist. Also habe ich mir selbst einfach die Fragestellung gegeben, wie man Probleme löst und unüberwindbare Berge. Weil ich dachte, ja, das weiß ich nicht. Ja, dann stelle ich mich dieser Frage auf jeden Fall. Und eine Sache fiel mir besonders auf. Bei den Christusworten, bei den Paulusbriefen, bei den Pastoralbriefen im Neuen Testament wird das Augenmerk beständig zum Anderssein gegenüber dem, was auf uns Menschen zukommt, wird dieses Anderssein beschrieben. Gar nicht, ja, löst das Problem mal irgendwie, diskutiert mal, sprecht mal ein bisschen, sondern sei du anders. Durch die Liebe, durch diesen Christus, durch was eigentlich? Ich bin die Wahrheit, du kannst sie dir verdrehen. Ich bin der Weg, das Leben, du musst nicht auf mir gehen. Ich bin das Licht der Welt, du darfst die Augen schließen. Bin eine offene Tür, du kannst dich mir verschließen. Ich bin anders als du denkst, näher als du glaubst. Bin der Wind in deinen Segeln, wenn du Luft zum Atmen brauchst. Ich weiß, wovon du redest, bin, wo du jetzt bist. Ging für dich zu Boden, durch die Hölle und zurück.
kannst gehen, wohin du willst. Kannst dich vor mir verstecken. Doch hab ich große Pläne, will sie mit dir aushalten. Du darfst dich selbst zerstören, bist Hüter deiner Zeit. Ich akzeptiere auch ein Nein für alle Ewigkeiten. Ich bin anders als du denkst, näher als du glaubst. Der Wind in deinen Segeln, wenn du Luft zum Atmen brauchst. Ich weiß, wovon du redest, bin, wo du jetzt bist. Ging für dich zu Boden, durch die Hölle und zurück. Der Wind in deinen Segeln, wenn du Luft zum Atmen brauchst. Ich weiß, wovon du redest, bin, wo du jetzt bist. Ging für dich zu Boden, durch die Hölle und zurück. Ich bin anders als du denkst, näher als du glaubst. Der Wind in deinen Segeln, wenn du Luft zum Atmen brauchst. Ich weiß, wovon du redest, bin, wo du jetzt bist. Ging für dich zu Boden, durch die Hölle und zurück. Erneut findet sich bei unserem Wing Chun Kung Fu Kurs jemand ein, mit dem ich nicht kämpfen möchte. Weil er nicht in der abgesprochenen Form bleibt, sondern noch einen Hintergedanken hat, warum er eigentlich Wing Chun macht. Er möchte Selbstverteidigung und Angriff siegreich bewältigen. Er unterstützt mich also nicht bei meiner Findung des Lösen des Problems, was auf mich zukommt, sondern möchte nur für sich diesen Sieg. Wenn man das mal auf ein Problem, das sich uns stellt, überträgt, dann würde dieser Teilnehmer sich verteidigen oder angreifen, um das Problem zu bewältigen. Zu mir hat mal jemand vor kurzem gesagt, Dagobert, du bist so erschreckend egofrei. Du sagst, bei dir ist die Kraft nicht. Was ist bei mir anders? Was ist der Unterschied? Ich komme nicht oft drauf, aber ich versuche es jetzt zu formulieren. Ich möchte nicht einen Gewinn machen. Sei es, wenn mich jemand angreift, sei es, wenn ich alltägliche Probleme habe. Ich möchte nicht einen Gewinn machen, sondern ich sehe, dass das Neue Testament, die Worte Christi, die Paulus-Beschreibungen, die Pastoralbriefe und all das, sie sprechen über in dem Gewinn zu leben. In dem Gewinn. Christus ist der Gewinn, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Sterben als Gewinn. Vielleicht muss ich einfach ganz neu lernen, wie ich nicht mehr 100 Gebete bete und nur 99 beantwortet werden, sondern lernen, im Gebet zu leben. In dem Leben zu leben, das Christus ist, aber weil ich davon einen Hauch bemerke, werde ich dem einfach weiter nachstreben. Was machst du? Sei getreu, dein ganzes Leben lang, bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben, das sagt Jesus in der Offenbarung.